Ja, hallo Gaming-Freunde, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Hier ist wieder euer Game Collector. Heute gibt es mal wieder ein Headset, was ich euch gerne vorstellen möchte, denn ich habe mir ein zweites Headset für meine PlayStation 5 gekauft. Der Grund nämlich mein Corsair Wireless HS80 RGB, langer Name, ist ja aktuell im Einsatz bei meinem neuen Gaming-PC, weil es dort wesentlich besser aufgehoben ist und man wesentlich mehr Einstellungsmöglichkeiten hat als wie auf der PlayStation. Deswegen habe ich mir ein kabelgebundenes Headset gekauft von Razer, das Kaira X nennt sich das. Das hat 60 € gekostet. Bei Amazon haben sie um 10 € reduziert. Ich bin gespannt, wie es ausschaut. Hier im Schwarz-Weiß-Design, passt also perfekt zur PlayStation 5. Ich kann euch mal schnell das Corsair zeigen, zumindest mal die Verpackung. Das ist das Corsair. Das ist nämlich das, ist natürlich jetzt hier in der Verpackung drin. Also das Headset nicht, aber die Verpackung habe ich hier am Dachboden drauf. Also ist in der PC-Schachtel mit drin. Dieses Headset empfehle ich euch. Ich werde natürlich dann am Ende des Videos im Abspann werde ich euch natürlich die beiden Videos verlinken, wo ich es dann also eingerichtet habe und vorgeführt habe. Richtig geiles Headset, das Beste auf dem Markt, was das Mikro betrifft, was Wireless betrifft. Richtig klasse. So, tun wir es mal zur Seite. Und wir packen jetzt natürlich das hier aus. So schaut die Verpackung aus. PlayStation 5, PS4 und PC. So schaut halt eben die Verpackung aus. Auf der Rückseite, 2 Jahre Garantie hast du hier, steht hier drauf. So steht an der Seite Razer. Und hier an der Seite steht auch nochmal was. So, wir haben hier ein Siegel. Das reißt mal auf, damit es dann neu ist. Okay. Ja, ging ein bisschen streng. Okay. Ja, okay, ist ja bloß eine Verpackung. Geht zwar streng ab, aber mich wundert es, bleiben keine Rückstände zurück. Sehr gut. Toller Kleber. So, hier haben wir so eine Schlaufe dran. Okay, das müssen wir wahrscheinlich jetzt hier so raushebeln. Okay. Machen es ganz spannend. Hier schöne Eselsohr drin. Ist auch nicht gerade top. Installation. Was haben wir hier? Oh, wir haben sogar Aufkleber mit dabei. Okay, kann man machen. Nicht schlecht. Dann hier, ja, diverse Warnhinweise. Keine Schnellanleitung. Halt doch, da haben wir eine Schnellanleitung. Okay. Können wir uns mal schnell angucken. Hier unterschrieben vom Kreativdirektor. Okay. Ja, aber ich denke, jeder weiß, wie ein Headset funktioniert, deswegen muss man da, glaube ich, nichts erklären. Legen wir es mal zur Seite, das Ganze. So, dann haben wir hier das Headset drin. Okay, hier mit Samt ausgelegt, dass ja nichts passiert. Oh Gott, die machen es ganz schön spannend. Und da ist es. Okay, da ist das Ganze geschützt. Klinke und hier das Mikro. So schaut das aus. Ja, vom Design her schaut es nicht schlecht aus. Hier schön gepolstert. Ja, kann man sogar hier so kann man es machen. Sehr flexibel. Hier kann man dann das Mikro auf stumm stellen. Ja, ist sehr flexibel. Dann können wir es hier verstellen. Da steht immer ganz groß Razer. Ich denke, für meine Bedürfnisse ist es mehr als ausreichend. Hier haben wir so einen Puschel mit dran. Ich weiß gar nicht, den werden wir
man den runtermachen kann. Aber hier kann man dann das Mikro schön positionieren. Das finde ich in Ordnung. Das passt. Ja, und hier haben wir halt dann die Klinke. Da werde ich mir wahrscheinlich dann auch eine Tasche richten müssen. Ja, und hier kommt das Ganze dann in den PlayStation Controller hinein. Okay, ich bin gespannt. Ich werde es am Wochenende auf jeden Fall mal einrichten. Ich hoffe, die Klangqualität ist gut. Wie gesagt, für meine Bedürfnisse mehr als ausreichend. Definitiv. Und wie gesagt, ich habe mich bewusst wieder für ein kabelgebundenes Headset entschieden. Ich weiß gar nicht, ob man das feststellen kann oder ob das dann so bleibt. Okay, hier ist auch nochmal biegsam. Naja, wie gesagt, das ist halt typisch alles Plastik. Also natürlich nicht so hochwertig wie jetzt beim Corsair. Aber das ist ja ein 60-Euro-Headset. Das andere kostet ja schon über 100 Euro. Aber es muss ja deswegen nicht schlecht sein, ne? Wenn es da am Kopf erstmal ist, dann passt es dann schon. Gut. Ja, dann hätte ich mal gesagt, sind wir mit dem Video durch. Ihr könnt es mal in die Kommentare schreiben, ob ihr Erfahrung mit Razer habt. Würde mich auf jeden Fall mal interessieren, was ihr zu den Headsets sagt. Ich werde dann demnächst wahrscheinlich dann mal wieder ein Let's Play machen. Und dann werdet ihr ja das Klangerlebnis ja dann sowieso hören. Also, das war jetzt das Vorstellungs- und Unboxing zu dem Razer Kyra X Wired Headset mit Kabel. Mit Klinke. Tobt euch in den Kommentaren aus. Würde mich auf jeden Fall über ein Like freuen, wenn es euch gefallen hat, das Video. Ein Abo und nicht vergessen, die Glocke zu aktivieren. Und wir sehen und hören uns zum nächsten Video. Also macht's gut. Ciao, ciao.